Ja, herzlich willkommen hier bei den Wirtschaftsweisern, dem Webcast der Wirtschaftswerkstatt. Für alle, die sich wirtschaftlichen Herausforderungen stellen. Es geht um Finanzen, es geht um Geld, es geht um Kredite, es geht um Verträge und es geht natürlich um Zukunftsthemen, denn wir wollen ja auch die Welt von morgen gemeinsam gestalten. Es kommen immer ganz unterschiedliche Meinungen zum Wort und heute haben wir uns ein Thema herausgesucht mit Crowdsourcing, was tatsächlich in aller Munde ist, andererseits auch gar nicht so leicht an manchen Stellen zu verstehen, denn es geht ja darum, Zusammenarbeiten ganz anders zu organisieren. Manchmal ist es ja so, man sitzt zu Hause, hat eine tolle Idee und sagt, ach, das kann ich sowieso nicht umsetzen, da fehlt mir der und der und der. Und andererseits ist es ja auch so, dass man manchmal zusammensitzt und sagt, Mensch, wir haben eigentlich alles, aber man findet nicht, wie die Dinge zusammenkommen. Ich sage zu meinen Kolleginnen und Kollegen immer, eigentlich kann keiner mehr was richtig alleine. Wir müssen schon in kleinen Gruppen zusammen etwas tun. Aber dann kann es auch mächtig gewaltig werden, tatsächlich. Und dann entstehen ganz außergewöhnliche Dinge. Was ist Crowdsourcing eigentlich? Das ist gute Tradition bei uns in der Wirtschaftswerkstatt, dass wir ein bisschen aufklären, was es so ist. Der Begriff setzt sich aus Outsourcen und Crowd zusammen, also sozusagen der Menge von Leuten, die gemeinschaftlich etwas tun und nicht an einem Ort sitzen. Also, wie soll man sagen, eine Community, eine echte Community. Manche sprechen ja dann auch, wenn sich diese ganzen Leute zusammenbinden, von sowas wie Schwarmintelligenz, sicher abgenommen aus der Biologie und aus anderen Bereichen. Schwarmintelligenz ist aber auch, ja, manchmal trägt sie auch komische Früchte. Wenn viele Leute zusammenkommen und ganz verrückte Ideen haben, können auch ganz verrückte Sachen rauskommen. Nicht nur im Positiven, so ist das aber ganz oft im Leben. Schauen wir mal. Ich sitze hier wieder alleine in aller Ruhe in dem Studio. Das ist in gewisser Weise schön, aber manchmal auch ein bisschen traurig. Aber ich bin ja gar nicht alleine. Wir haben uns wieder MeinungsgeberInnen hinzugenommen, die sich viel besser als ich mit dem Thema auskennen. Bei uns ist Professor Dr. Lars Hornhoff. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und kennt sich gut mit dem Thema Crowdsourcing raus. Ich winke mal rüber nach Bremen. Hallo Bremen. Hallo. Wie geht's? Sie sind an der Uni oder zu Hause? Ich bin in der Tat an der Universität, ja. Wir scheinen systemrelevant genug zu sein, um hier hergehen zu dürfen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Prima. Also direkt aus der Uni in Bremen. Und dann sind bei uns Ines Marione und Florian Steinig. Sie sind beide da bei einem Unternehmen, das heißt Klickwörter GmbH. Sie kommen aus Essen im Moment, richtig? Ist korrekt, aus Essen, ja. Aus Essen zugeschaltet die Klickwörter. Wir erfahren ja gleich ein bisschen, was das ist. Aber bevor wir noch ein bisschen auch in die einzelnen Produkte reingehen, ist meine Frage, und ich würde gern mit Frau Marione anfangen. Sind wir wirklich gemeinschaftlich klüger? Also ich glaube, klüger nicht, aber stärker. Wir können gemeinschaftlich einfach mehr schaffen. Aber klug, glaube ich, ist der falsche Begriff dafür. Also ich glaube, dass selbst aus der Tierwelt bin ich mir nicht sicher, ob man da klüger zu sein kann oder ob man nicht sagen kann, dass der Schwarm da einfach stärker ist und sich mehr zur Wehr setzen kann. Und so ähnlich ist das mit Crowdsourcing auch. Wir sind gemeinsam einfach stärker, können mehr schaffen, schneller. Und das ist der Vorteil. Und das ist für mich, die Schwarmintelligenz ist vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht nicht genau das richtige Wort. Herr Hornhoff, ja. Sind wir klüger? Ich glaube, der Grad zwischen Schwarmintelligenz und Schwarmdummheit liegt nah beieinander. Ich denke, auf der einen Seite, wenn wir mehr Menschen sind, dann haben wir natürlich auch mehr Ideen als Einzelne und wir können vielleicht auch kreativere Lösungen schaffen. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, zum Beispiel bei dem Wirecard-Skandal, den wir kürzlich hatten, da waren vielleicht sehr viele Menschen sehr dumm, weil sie geglaubt haben, man macht einfach das, was die anderen machen. Und das war dann natürlich nicht für den Vorteil des einzelnen Anlegers zum Beispiel. Herr Steinig, sind die Clickworker schlauer? Also geht's damit? Sie sind ja, wie ich gehört habe, also eine riesengroße Menge von Leuten. Ja, unsere Crowd ist millionenstark, sogar mehr als 2 Millionen stark. Und ich muss mich meiner Kollegin anschließen. Ich finde, wir sind in der Crowd stärker. Wir haben die Möglichkeit, die Power der Crowd anzuzapfen, das Know-how und auch die Leistungsbereitschaft vieler zu bündeln und so eine starke Community zu bilden, die dann für uns sozusagen tätig wird, ja. Ja, wollen wir mal rüber gucken nach Bremen wieder. Also was ist denn jetzt das Prinzip, was hinter diesem Crowdsourcing eigentlich steckt?
Ja, also es wurde schon angesprochen. Also es geht zum einen darum, dass es eben sehr viele sind. Ne? Also die Crowd sagt die Natur der Sache oder das Wort per se und es wird outgesourced. Und häufig geht es eben darum, dass schnellere Lösungen gefunden werden für Probleme, die die eigenen Mitarbeiter vielleicht nicht am effizientesten lösen können. Ne? Die stecken vielleicht gerade in anderen Projekten drin und dann macht es eben Sinn, die Crowd zu beauftragen. Und das ist für die Unternehmen eine zusätzliche Flexibilität. Aber auch für die Crowdworker an sich, denn die können natürlich auch ihre Tätigkeit ausüben, wann es ihnen vielleicht am besten gerade passt. Und wir hatten ja schon gesagt, Schwarmintelligenz, ne, die sind vielleicht auch besser darin, bestimmte Dinge zu lösen, als das vielleicht ein einzelner Mitarbeiter im Unternehmen kann. Und darin sehe ich vor allem den Vorteil des Crowdworking. Ich hätte ja auch große Lust einzusteigen mit so ganz handwerklichen Dingen, aber ich frage mich immer, ob das geht und deshalb frage ich mal rüber zu Herrn Steinig, was sind das eigentlich für Menschen bei Ihnen, die sich so zusammentun und gibt es da auch Leistungen, wo jetzt so ein landwirtschaftlicher Betrieb sagen könnte, wow, die Clickworker sind was für mich, also nicht immer nur in den großen Städten und das Digitale. Bei der Landwirtschaft wäre ich jetzt überfragt und ich kenne auch keinen Use Case, der jetzt ein landwirtschaftliches Projekt sozusagen abbilden würde. Aber grundsätzlich haben wir also sehr viele, naja, Selbstständige und Freelancer auch in der Crowd, die sozusagen Leerzeiten überbrücken, wenn sie selber keine Aufträge haben. Sie haben recht, es ist sehr viele digitales Business natürlich, was unsere Projekte dort abdecken. Und da bekommen wir halt also die Hilfe von Studenten, von Rentnern teilweise, die sich nebenbei noch was verdienen möchten oder Mütter, die auch von zu Hause aus arbeiten, die halt ihre Zeiten ja so als Freizeitarbeiter halt etwas vergüten lassen. Aber müsste man das nicht noch viel größer machen? Und also ganz viele haben ja so Spezialwissen. Also so, der eine züchtet Bienen, der andere macht sozusagen irgendwelche kleinen Frägeleien, der andere schärft Messer und hat da ganz viel. Also müsste man nicht auch sowas mit oder sagen Sie, nee, also wenn man so ein Business aufbaut, dann müsste das schon die digitalen Dinge, die Developer, die Projektmanager, die Ingenieure. Also wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen natürlich unser Businessmodell darauf auslegen, dass wir natürlich auch Geld verdienen und natürlich haben wir sehr viele Kunden, die mit Projekten zu uns kommen und da sind solche speziellen Projekte durchaus mal natürlich auch ein Thema. Ich finde es halt spannend, dass Sie gerade das ansprechen, weil diese unterschiedlichen Wissensstände anzuzapfen, auch in einer spezielleren Art, das tun wir dennoch, auch wenn wir es nur vielleicht mal testweise ausprobieren, aber wir haben tatsächlich auch sehr viele Spezialisten bei uns in der Crowd. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil der Crowd, aber ich denke schon, dass es, wenn es zu so einem Projekt käme, wir durchaus erfolgversprechende Ergebnisse abliefern können. Durch die Genau, bevor ich ein bisschen auf die Vorteile komme, kurzer Seitenblick zu Herrn Honhoff rüber. Haben Sie einen Use Case für eher so handwerkliche Dinge? Also es gibt ja auch Plattformen, die einem genau das vermitteln wollen. Die zeigen eben, wie Sie das angesprochen haben, wie kann man imkern oder wie kann man Messer schärfen oder ähnliches. Und es gibt eben auch diese spezifischen Lernplattformen, wo Menschen Videos hochstellen können und einem eben erklären können, wie das funktioniert. Also die Grenzen im Internet sind, oder das Internet ist grenzenlos. Es gibt für jede Plattform gibt es eine Möglichkeit, irgendwas zu erklären. Ja. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar sagen, die Grenzen der Communities sind weit offen. Ja, das Internet bietet halt die Plattform für die Communities, die dann grenzenlos mit Wissen ihren Arbeiten dort glänzen können. Ja. Frau Majone, wenn ich jetzt so zu Ihnen kommen würde, habe so eine kleine Firma, na, und was sind das so für Vorteile für mich drin? Also die Vorteile sind natürlich auf jeden Fall, dass man wirklich von jetzt auf gleich auf eine unglaubliche Workforce zugreifen kann. Vor allem, wenn einem die eigenen Ressourcen im Unternehmen fehlen, sprich man hat nicht so viele Mitarbeiter, kann die Projekte gar nicht so schnell umsetzen, wie man möchte. Dann ist es natürlich super, wenn man einfach ein Unternehmen wie uns Crowdsourcing anfragen kann und dort dann auch auf die Crowd zugreifen kann. Und wir sind ja im Bereich Microtasking unterwegs. Das heißt, wir akquirieren große Projekte. Voraussetzung für diese Projekte ist aber, dass man das Projekt in einzelne gleiche Arbeitspakete aufteilen kann, weil wir es ja die einzelnen Arbeitspakete rausgeben als Microtask und die alle parallel bearbeitet werden. Das ist ja unser Geschäftsprinzip. Das heißt, ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel im E-Commerce, weil das ist eher so typisch, dass ein E-Commerce-Unternehmen Produktbeschreibung braucht für die 1000 Produkte, die sie online haben.
Und da kommt es nicht auf die Schönheit der Texte an, sage ich mal, sondern darauf, dass die Suchmaschinen optimiert sind. Also kann man das ruhig rausgeben und kann auch 10.000 Texte gleichzeitig parallel schreiben lassen und dann alle innerhalb weniger Tage und hat sein ganzes E-Commerce, seinen ganzen Shop sozusagen ausgestattet mit Produktbeschreibung. Und das ist der große Vorteil. Das könnte man alleine im Unternehmen nie schaffen. Und dann natürlich auch noch die Diversität der Crowd. Das heißt, wir haben ja weltweit Leute sitzen, die Crowd-Mitglieder. Das heißt, man kann alle Sprachen anfordern, was Texte angeht oder Sprachaufnahmen. Oder wenn jemand Fotos haben möchte von Crowd-Mitgliedern, um AI-Systeme zu trainieren, also Systeme der künstlichen Intelligenz auf Gesichtserkennung, dann braucht man natürlich auch eine gewisse Diversität. Es reicht ja nicht nur Europäer, Aufnahmen von Europäern zu haben, sondern man muss ja Gesichter aus der ganzen Welt haben, damit das System auch korrekt erkennen kann. Und darauf kann man als Unternehmen auch nie zugreifen alleine. Also da ist Crowdsourcing eigentlich ziemlich das einzige Mittel. Klingt ja eigentlich traumhaft, aber ist das nicht hier am Ende doch, Herr Hornhoff, sowas wie moderne Sklaverei? Passiert nicht doch Lohndumping? Steckt sich am Ende die Clickworker sozusagen den Overhead einfach obendrauf und macht daraus ein Business, dass die vielen armen Kleinen vor sich hinwerkeln müssen? Also ist es nicht eigentlich so ein bisschen Augenwischereien, gerade so im Mainstream? Ja, ich glaube, da sprechen Sie die entscheidende Frage wahrscheinlich an, die den Gesetzgeber und die Plattform wahrscheinlich umtreibt oder da, wo die am ehesten in Kontakt treten. Und ich glaube, man muss nochmal festhalten, Crowdworking oder Crowdsourcing ist ja speziell dahingehend, dass man eben sehr flexibel auswählen kann, welchen Job man macht. Und man hat nicht nur diese Flexibilität als Arbeiter, sondern man hat eben auch größere Lerneffekte, weil man eben Dinge macht, die man sonst nicht gemacht hat. Man hat möglicherweise auch mehr Spaß bei dieser Tätigkeit, die man da macht. Und wir haben uns mal angeschaut in einer großen Metastudie, also wir haben selbst sehr viele Studien aggregiert und geschaut, wie viele Leute da verdienen. Und man sieht, dass eben im Durchschnitt in diesen Studien die Leute 4 US-Dollar pro Stunde verdient haben, abhängig natürlich, was die für eine Tätigkeit machen. Bei Freelancern ist es ein bisschen mehr, da sind es sogar teilweise 20 US-Dollar, wenn sie irgendwelche Design-Sachen machen. Aber da ist natürlich der Punkt, da bekommt nicht immer jeder was, wenn sie irgendwie so eine Auktion machen oder ähnliches, wo nur spezifische Leute was bekommen, die am Ende dann gewinnen, dann kriegt nicht jeder was. Und jetzt haben Sie natürlich die entscheidende Frage angesprochen, ne? Welchen Lohn muss man für diese Tätigkeit zahlen? Aber auch da stellt sich wieder die Frage, was ist denn, wenn Sie zum Beispiel Arbeit verrichten wie ein Kreuzworträtsel? Das macht Ihnen vielleicht Freude, ne? Sie machen das Kreuzworträtsel auch gern, aber sollten wir Sie dafür bezahlen? Jetzt ist natürlich die Frage wahrscheinlich nicht. Und es gibt eben da kein Schwarz und Weiß, ne? Also man kann natürlich sagen, für klassische Beschäftigung, die muss angemessen bezahlt werden. Andere Beschäftigung wird gar nicht bezahlt und vielleicht gibt es auch irgendwas, was im Graubereich in der Mitte ist und wir müssen uns eben fragen, was wir dafür bereit sind zu zahlen. Und was hinzukommt, ist natürlich auch die Sache, dass die Crowdworker, wie schon angesprochen, international tätig sind. Wir haben ja unsere Crowdworker, sind auch im Wettbewerb mit Indern, Pakistanis, Leuten aus Indonesien und dann ist die Frage, können wir mit denen beispielsweise mit einem Mindestlohn in Wettbewerb treten oder verschwinden diese Art von Online-Jobs dann vom deutschen Markt, wenn wir den Mindestlohn zahlen müssen. Und dann gibt es diese Tätigkeit nicht mehr, die Leute vielleicht machen würden, weil es ihnen einfach auch Spaß macht, diese Tätigkeit zu machen. Also vielleicht noch ein letztes Beispiel, um das abzuschließen. Ich habe in Washington D.C. gelebt und habe dann immer die Uber-Fahrer zum Spaß gefragt, warum sie das machen. Und ich hatte einen, der hat mir dann gesagt, es gibt doch nichts Besseres, als Freitagabend ins Auto zu steigen. Ich gehe selbst nicht mehr in die Clubs, ich bin schon in Rente. Aber ich finde es auch spannend, mit dem Uber einfach junge Leute irgendwo hinzufahren, mit denen zu reden. Und wenn ich da noch ein paar Euro dazu verdiene oder US-Dollar, dann ist das eine gute Geschichte. Und ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Ja. Also das verstehe ich auch und ich arbeite ja hier in dem Studio immer mal mit einem Futurologen zusammen, mit Max Tinius und der sagt, Thomas, das wird auch sich nochmal sehr stark verändern und es wird auch sehr stark zurückkommen in die kleinen Communities, wo tatsächlich auch Freude, das Gemeinschaftsgefühl, was zusammen zu bewegen, auch eine ganz große Rolle spielen. Also ein breites Spektrum, aber klar, gerade wenn Großunternehmen dort einsteigen, dann ist das ein bisschen kritisch zu betrachten. Andererseits, wenn ich mir so manchen IT-Support anschaue, der aus den angesprochenen Ländern kommt, bin ich mir ganz sicher, das kommt wieder zurück, weil es doch sehr wichtig ist, auch die kulturellen Besonderheiten, auch die rechtlichen Besonderheiten zu kennen. Und so wird das, glaube ich, so ein Austarieren sein. Herr Steinig, ein weiteres Thema neben dem, was wir jetzt anschauen, ist ja auch Qualitätssicherung. Wie sichern Sie denn Qualität? Ist nicht am Ende so, Sie vergeben das in kleine Päckchen, jeder macht sein Päckchen und naja, wird schon werden?
Nein, so ist es nicht. Wir möchten natürlich die höchstmögliche Qualität auch unsere Kunden bieten. Und da fängt die Qualitätssicherung tatsächlich nicht nur bei den Arbeiten an, sondern schon bei der Registrierung. Das heißt also, wir prüfen eindeutig, woher die Accounts kommen, ob Spammer sind. Also da gibt's darüber kann ich natürlich jetzt nicht ganz so tief einsteigen, aber da gibt es einige Mechanismen, die wir einsetzen, um halt Betrug und Spamming halt erstmal zu umgehen. Das ist so die erste Stufe der Qualitätssicherung. Dann haben wir einen sehr strikten und sehr feinen Qualitätssicherungsprozess für unsere Arbeiten der Crowdworker. Die werden nochmal geprüft. Es gibt natürlich immer wieder welche, die Anleitung vielleicht nicht ganz genau durchgelesen haben, wo es bestimmte Feinheiten gibt, die nochmal nachjustiert werden müssen, dann haben diese Menschen in der Community die Chance, nochmal ihre Arbeiten zu überarbeiten, ja, um das Ergebnis also wirklich nochmal zu verfeinern. Und dann kommt die endgültige Abnahme in der Qualitätssicherung. Ja, also da gibt es schon einige von uns durchgeführte Prozessschritte, die jetzt auch mit den Jahren gewachsen sind und immer feiner geworden sind und dadurch wir das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden auch dann bekommen. Aber es braucht nicht jeder ein Führungszeugnis. Entschuldigen Sie, bei eine Frustration halt bei den Usern, weil sie halt, wenn es ständig abgelehnt worden wäre, sie ja auch kein Geld bekämen für das, was sie halt getan haben. Und so möchten wir dann halt nochmal immer die Chance geben, die Arbeit zu überarbeiten und das dann nach unseren Vorstellungen halt zu bekommen. Verstehe ich. Also ähnlich wie bei Bewertungen auch, haben Sie auch ein innenliegendes natürlich Qualitätsmanagement, nämlich durch diejenigen, die Jobs gemacht haben, gut gemacht haben, die natürlich dann auch wieder benutzt werden können. Aber man braucht nicht jeder ein Führungszeugnis. Korrekt. Okay, also man kann auch einfach mal loslegen und eine tolle Dienstleistung anbieten. Frau Majone, wenn ich jetzt zu Ihnen komme, ich bleibe mal bei meinem Landwirtschaftsthema, auch wenn das so ein bisschen komisch ist, ich will aber natürlich einen Shop aufmachen, ja. Also ich habe so verschiedene Produkte, angefangen vielleicht von wunderbaren Gemüsesorten, dann habe ich vielleicht auch noch ein bisschen was Eingekochtes dabei und da habe ich jetzt meine 50 Produkte. Und jetzt komme ich zu Ihnen und will genau das, was Sie vorhin beschrieben haben, nämlich ich möchte perfekte suchmaschinenoptimierte Beschreibungen, damit mein Store richtig durch die Decke geht und die mit mir verbundenen Bauern, das ist auch eine Crowd, nur eine ganz andere, die mit Farming zu tun hat, dann auch vorankommen. Wie ist so ein Prozess? Wie läuft der ab? Also tatsächlich bei 50 Texten würde ich Sie tatsächlich auf unseren Self-Service-Bereich verweisen, weil tatsächlich handeln wir über unser Projektmanagement größere Projekte ab. Aber für diese kleineren Sachen haben wir extra so einen Marktplatz entwickelt, so nennen wir ihn. Und da kann man als Kunde selbst Texte beauftragen und auch andere Dinge. Vorteil ist halt, dass man da keine Admin-Fee zu zahlen hat, also praktisch kein Bearbeitungshonorar hat, also günstiger. Aber die großen Projekte wären tatsächlich, ist es so, dass der Kunde sich meistens im ersten Gespräch an unser Sales-Team, also einen Sales-Mitarbeiter wendet. Dann wird besprochen, was will der Kunde genau, was ist ihm wichtig, alle Details werden abgefragt und welche Sprachen und wie viele Texte und alles Mögliche, welcher Stil. Und dann spricht unser Sales-Team mit unserem Projektmanagement-Team und überlegen gemeinsam, wie man dieses Projekt umsetzen kann. Und dann wird geguckt, ja, wie aufwendig ist es? Wie aufwendig ist es für uns? Wie aufwendig ist es nachher für die Clickworker, das Ganze umzusetzen? Dann wird daraus ein Angebot erstellt nach diesen Fakten. Und im Idealfall nimmt der Kunde das Angebot an. Es entsteht ein Vertrag. Dann wird das Projekt tatsächlich über unser Projektmanagement aufgesetzt. Das heißt, es muss ein Briefing erstellt werden, meistens gemeinsam mit dem Kunden. Dann muss natürlich die Oberfläche, die Arbeitsoberfläche geschaffen werden für die Clickworker. Dann müssen diese Kontrollmechanismen integriert werden. Mhm. Da muss natürlich geguckt werden, dass ein automatischer Ergebnistransfer auch angebunden wird und auch die Bezahlung der Clickworker auch über die Plattform automatisiert wird. Mhm. Dann startet das Projekt in einer ersten Testphase. Das heißt, wir lassen nur einige wenige Aufgaben durchlaufen und gucken, ob das so auch funktioniert oder ob wir irgendwo noch einen Fehler haben. Oder ob vielleicht das Ergebnis nicht ganz stimmt und der Kunde sagt, nee, so war das nicht gemeint, dann justieren wir noch nach. Und erst wenn alles soweit stimmt und der Kunde zufrieden ist und es gut durchläuft, dann wird das Projekt freigegeben und dann läuft es in der großen Masse durch und wird den Clickworkern sozusagen angezeigt als To-Dos, als Aufgaben in ihrem Arbeitsbereich. Ja. Habe ich verstanden. Also ganz klassisch, wie auch Unternehmen arbeiten, nur dass Sie den Unternehmen diese Arbeit abnehmen und dass Ihre Mitarbeiter nicht bei Ihnen angestellt sind, sondern dass es eben Clickworker sind, die ihre Dinge anbieten. Eigentlich ganz modern, aber auch ganz klassisch. Eigentlich so von beiden das Beste, könnte man fast sagen. Das habe ich verstanden.
Lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft schauen. An den Universitäten wird ja Zukunft auch jeden Tag gemacht. Zumindest höre ich das immer wieder. Und manchmal kann man es tatsächlich auch sehen. Unter anderem würden wir ja mit dieser Verrücktheit, die wir gerade erleben, gar nicht klarkommen, wenn nicht auch Leute wirklich geforscht hätten. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Beispiele sind für große Crowdsourcing-Sachen. Wikipedia, kennen alle. OpenStreetMap, also ein offener Kartendienst, wo man keine Angst hat, wenn man einen Screenshot irgendwo hinpappt, dass man dann in Urheberrechtsstreit verwickelt wird. Dazu gehört auch Threadless, bei den jungen Leuten bekannt, also eine T-Shirt-Plattform, wo man Motive entwerfen, voten und dann werden sie gedruckt und man wird Beteiligung bekommen. Herr Hornhoff, was sind denn so die nächsten großen Dinger, die da so kommen? Was zeigt sich da, wenn selbst Apple und die Deutsche Telekom einsteigen? Also wir haben schon gesehen, dass die Crowd eigenständig ein Auto entwickelt hat beispielsweise und das in Entwicklungszeiten, die viel, viel schneller waren, als das vielleicht in Deutschland Volkswagen oder BMW gemacht hat. Gleichzeitig muss man halt sagen, das Entscheidende ist, denke ich, die Bildung der Menschen, die sozusagen heranwachsen und je nachdem, wie gut ausgebildet die sind, umso hochwertiger oder niedrigerwertigere Crowdworking-Jobs können die am Ende machen oder die Jobs bleiben dann eben in Anführungszeichen übrig oder sind dann eben für die da. Und ich denke, was wir brauchen ist, in letzter Zeit haben wir ja gesehen, wir sind irgendwie alle zu Crowdworkern geworden, denn wir arbeiten ja mittlerweile alle von zu Hause oder sehr häufig online am Screen. Und meine Einschätzung ist, dass wir derzeit noch viel zu wenig Erkenntnisse darüber haben, wie gut das denn eigentlich funktioniert und wie wir den Menschen in der Arbeitswelt helfen können, dass wir die besser gestalten können und gleichzeitig die Unternehmen in Deutschland und in Europa halten und da Top-Plattformen aufzubauen, um eben nicht nur die chinesischen oder amerikanischen Plattformen zu haben, auf denen dann die Deutschen wieder arbeiten müssen. Und ich denke, dafür braucht es viel mehr Forschung und vor allem auch Kooperation zwischen Unternehmen und Universitäten und so Veranstaltungen wie heute hier. Und einige gute Beispiele gibt es ja. Wir haben eine ganz hervorragende Übersetzungsmaschine, die aus Deutschland kommt, aus der Region Köln mit DeepL, wird immer genannt natürlich und sie ist wirklich toll. Wir haben aber auch im Bereich der Medizin ganz hervorragende Dinge. Naja, und unsere Fahrzeugbauer wollen wir mal nicht vergessen, die holen da schon auch ein bisschen auf. Muss ein bisschen geschubst werden von jemandem, der auch manchmal Raketen in den Himmel schubst und dessen Leuchtbänder man jetzt bei schönem Wetter, was wir selten haben im Moment, tatsächlich sehen können. Das war's schon wieder mit den Wirtschaftsweisern. Heute ging es um Crowdsourcing. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, einmal bei den Clickworkern und einmal bei Herrn Hornhoff von der Universität in Bremen. Vielen Dank. Sehr gern. Vielen Dank. Tschüss.